Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wir möchten uns auf diesem Wege für euren Support in den ersten Monaten unserer beiden Kanäle bedanken. Für alle, die es noch nicht wissen, unseren Kanal gibt es in der Blue Edition mit fantasievollen Science-Fiction-Geschichten und in der Black Edition mit spannenden Thrillern und Krimis. Den jeweiligen Link findet ihr in der Kanalinfo. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch um weitere Unterstützung bitten. Dies könnt ihr tun, indem ihr uns ein Abo dalasst und natürlich mit einem Like, wenn euch das Stück gefallen hat. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Mama! Ich rede nicht mit dir! Pizza Fungi? Wer hat dich geschickt? Die Russen? Ist das hier Pizza Fungi? Das Licht geht nicht auf dem Flur. Verpisst euch! Ich hab nichts damit zu tun! Verpisst euch alle! Pizza? Die Novizen von Friedemann Schulz. Ja, Pizza. Bist du das? Ist Luigi nicht mehr da? Ich bin neu. Keine Ahnung, wer Luigi ist. Warte mal, kennst du einen Pizzafahrer, der Mario heißt? Nee. Soll ich ihn kennen? Hoffentlich ist die Pizza noch heiß. So heiß, du kannst dir den Mund dran verbrennen. Luigi war netter. Hier, reicht das? Ja, du kriegst noch was wieder. Behalten Sie den Rest. Hey, du kriegst noch 3 Euro zurück. Behalten Sie den Rest. Als er so furchtlos und ein bisschen frech in der Tür stand, dachte ich an meine eigene Kindheit. Behalten Sie den Rest. Das hatte ich auch immer gesagt zum Pizzafahrer, der jede Nacht kam, wenn ich alleine war und auf meine Mutter wartete. Behalten Sie den Rest. Das hatte ich von ihr. Das hatte sie auch immer gesagt. Zu allen möglichen Leuten. Ich bin 22. Das ist wahrscheinlich kein Alter und das Ganze ist erst 3 Jahre her. Vor 3 Jahren wurde meine Mutter ermordet. Nicht jeder hat eine Mutter, die ermordet wurde. Darum werde ich ein bisschen was dazu sagen. Sie hieß Roxy. Natürlich nicht wirklich, aber ich nannte sie auch so. Das klang wie der Name eines Kinopalastes und ich fand, das klang schön. Ich habe sie nicht gesehen. Sie ließen mich nicht, nicht mal die Fotos. Sie sagten nur erdrosselt. Und als ich nachfragte, sagten sie was von Netzstrumpfhose. Ich war immer ihr Berater gewesen und war immer gegen die Netzstrumpfhosen. Aber sie sagte, die Männer würden darauf abfahren. Und einer dieser verdammten Männer hat sie umgebracht. Man hat diesen letzten Fahrer ja nie gefunden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie mich mit diesen Netzstrumpfhosen gut durchs Leben gebracht. Immerhin bis zum vernünftigen Schulabschluss. Mir stand, wie einige sagten, die ganze Welt offen. BWL oder Kommunikationsdesign oder sowas in der Preislage. Ich konnte mit nichts was anfangen. Vielleicht dachte ich auch, behalten Sie den Rest. Ich tat dann das, was mir damals absolut logisch vorkam. Ich ging in ein Kloster. In Ordnung, vielleicht war das ein bisschen übertrieben. Aber ich wollte die ganz harte Nummer. Das war ich mir schuldig. Das Kloster war nicht weit von unserer Stadt entfernt. Ein Bus ging dorthin. Mein Name wurde Jonas, ohne dass ich an der Namensgebung mitwirken durfte. Jonas, der Junge einer Käuflichen, die man umgebracht hatte. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hatte. Aber vielleicht ist gerade das Geheimnis des Klosterlebens, dass man sich nichts mehr denkt. Jedenfalls hoffte ich das. Am Anfang ist man Novize, das werden Sie wissen. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass man in einem Kloster nie zur Ruhe kommt. Jedenfalls nicht das, was ich damals unter Ruhe verstand. Dem Kloster war ein Pflegeheim angegliedert und da steckten sie mich hin.
Ich war praktisch so eine Art Zivi und ließ mich von den Weltlichen, so nannte man die Verlierer, die für Geld arbeiten, kasteien. Am meisten beeindruckte mich immer eine dicke Pflegerin, die sich jeden Morgen am Bett von Wachkoma-Patienten über das Thema Nummer 1 ausließ. Ich glaube, sie hatte keine Ahnung vom Thema Nummer 1. Meine Mutter hätte ihr was davon erzählen können. So viel zu Labora. Ehrlich gesagt, Ora gefiel mir besser. Laudes hieß die erste heilige Zusammenkunft der Brüder am Tagesbeginn. Ich war ein bisschen enttäuscht. Eigentlich hätte es Mette sein müssen, die findet um 3 Uhr in der Nacht statt. Aber auf diese Härte hatte man verzichtet. Mette, 3 Uhr nachts, hätte mir nicht die Bohne ausgemacht. 3 Uhr. Das war immer die Stunde, als meine Mutter von ihrer Arbeit nach Hause kam. Wir redeten dann ein bisschen und ich wünschte ihr eine gute Nacht. Und danach machte ich meine Schulaufgaben, bis es hell wurde. Zu der Zeit, als ich da war, gab es nur 2 Novizen in dem Kloster. Der andere war genauso alt wie ich, aber er hatte schon das erste Jahr hinter sich. Seinen Namen werde ich hier nicht nennen. Genau wie ich keinen Ort und keinen der Namen der Brüder nennen werde. Dazu habe ich mich verpflichtet. Ich nenne diesen anderen einfach X. X hatte eine Bäckerlehre hinter sich und das frühe Aufstehen machte ihm genauso wenig aus wie mir. Nach Laudes setzten wir uns in Bewegung, um zu Labora zu kommen. Ich mache jetzt erstmal Gepflegvorteil. Und was machst du? Scheiße raustragen, Mosmos. X war aus Hamburg und hatte manchmal ein kindliches Gemüt. Eine Zeit lang arbeitete er in der Klosterverwaltung, was ihn intellektuell angeblich überforderte. Angeblich hatte er es auch auf der Brust, aber ich hielt ihn für den größten Simulanten unter der Sonne, auch was seine Intelligenz anbetraf. Nach der Verwaltung fand man Verwendung für ihn in der Gärtnerei. Leichte Arbeit. Er bewässerte da wahrscheinlich den ganzen Tag nur Blumen und sprichte ihnen gut zu. Ich machte ihn mir zu meinem Buddy und er war ein guter Kumpel. Nach Komplett, das ist am Abend, flüsterte mir X zu, dass er mich sprechen wolle. Ich lebte genau wie er in einer Einzelzelle und es war verboten, zu zweit in einer Zelle zu sein. Darum trafen wir uns im Garten. Und? Wie findest du das Ganze hier? Wie soll ich das finden? Ich werde bald sterben. Weißt du das? Ich hielt das für glatte Angeberei. Aber ich sagte taktvoll gar nichts. Er hustete künstlich und hielt mir sein Taschentuch hin. Da waren ein paar Blutflecken drin. Und? Nur, falls du mir nicht glaubst. Kommt von dem Mehl, das ich eingeatmet habe. Vom Mehl kannst du nicht sterben. Ist auch egal. Ich hab jedenfalls nicht mehr lange. Ich sagte nichts. Wir gingen nebeneinander her. Und dann sagte er nochmal. Ist auch egal. Und nach einer Weile, als ich schon dachte, dass das jetzt alles war, sagte er noch was. Ich will nur noch was richtig Gutes tun. Verstehst du? Hier kannst du nur was Gutes tun, wenn du lange drin bist. Das ganze Leben und so. Das ist dann was Gutes. Am Schluss, so nach 50 Jahren oder so. Aber was mache ich? Ich weiß auch nicht. Ja, vergiss es. Ich dachte nur, du könntest mir vielleicht einen Tipp geben. Jonas. Jonas rührte mich. Denn er kannte auch meinen richtigen Namen. Ich würde aus Dankbarkeit gerne auch seinen Namen sagen. Aber ich sage ihn nicht. Jonas? Ja? Hast du nichts zu tun? Doch. Schnapp dir einen der Rollstuhlfahrer und schieb ihn durch den Park. Wenn der fertig ist, nimmst du dir den nächsten. Klar? Ja. Ich tat, was mir aufgetragen wurde und schob einen alten Mann raus aus der Hölle ins Freie. Weil dieser alte Herr später zu einer überregionalen, wenn auch nur kurzen, Berühmtheit wurde, bin ich besonders auf sein Inkognito bedacht. Er war mindestens 70
Und darum nenne ich den alten Mann einfach Altmann. Herr Altmann also. Am Anfang unserer Begegnung schien er mir etwas verwirrt, womit ich nicht so gut zurechtkam. Aber vielleicht lag das nur am Dialekt. Man neigt ja dazu, Leute mit Dialekt für ein bisschen schwachsinnig zu halten. Die Vögel kennen alle Flieger. Ja, weil sie Vögel sind. Manche bleiben da am Boden. Naja. Das sind die Bodenläufer. Ich war immer ein Bodenläufer. Jetzt bin ich ein Bodenfahrer. Und weißt du, was du bist, Bur? Ein Bodenfahrerschieber. Ich war also Bodenfahrerschieber. Ich schob jeden Tag jede Menge Leute über das Klostergelände. Am liebsten schob ich Altmann. Ich bevorzugte ihn. Alle seine Worte erschienen mir mittelalterlich und kryptisch. Aber ich dachte nicht weiter darüber nach. Du schiebst den Altmann. Ja, warum? Nicht. Ich habe ihn früher auch mal geschoben. Und? Er redet komisches Zeug, nicht? Kommt drauf an. Du musst nicht alles glauben, was er so erzählt. Hat er was erzählt? Was soll er denn erzählt haben? Manche fangen an zu beichten, nur weil du eine Kutte anhast. Da musst du dich dran gewöhnen. Was meinst du damit? Nichts. Die Leute haben ein langes Leben hinter sich. Und nur ist alles gut. Nur ist genug, das musst du ja wissen. Was redest du für eine Scheiße? Ist keine Scheiße. Steht alles in der Bibel. Hat mit Steinen zu tun. In der Bibel stehen viele Sachen mit Steinen. Der steinige Weg zum Beispiel. Eine Stelle, die mit Nu ist alles gut zu tun hat, habe ich nicht gefunden. Dann aber kam die Sache mit dem Gaul. Wir hatten auf dem Klostergelände einen Gaul. Ein riesiges belgisches Kaltblut, das immer frei herumlief, das Gras kurz hielt und so sein Gnadenbrot bekam. Eines Tages, als ich Altmann wieder durch den Park schob, stellte sich der Gaul uns in den Weg. Auf, Hott, alter Gesell. Spring ins Feld. Auf, Hott. War nichts mit Spring ins Feld. Der Gaul blieb mit seiner Breitseite vor uns stehen. Fahr mir an seinen Kopf. Ich wetz mit ihm. Das Vieh war mir nicht ganz geheuer. Trotzdem tat ich das, was er von mir verlangte. Altmann murmelte etwas, schob ihm seinen halben Arm ins Maul und sagte zu ihm: So, Kerle, und jetzt beiß mir die Hand ab, wenn sie bis Besto hat. Auf, tu's. Der Gaul ließ seinen Arm frei und trottete hinter uns her. Dann nahm er Fahrt auf. Ich gab Gas und sah zu, dass ich mit dem Alten wegkam. Tod und Teufel, Ross und Reiter, Ross und Reiter. Alles okay, Herr Altmann? Der war giftig. Ein hintergiftiger Kerl. Oh, ja, das sehe ich auch so. Er ist ein hintergiftiger Kerl. Am anderen Tag wollte ich Altmann zu unserer morgendlichen Ausfahrt abholen. Doch er war nicht da. Der Altmann? Der liegt auf der Isolierstation. Was hat er? Fieber, was weiß ich. Die können nicht mehr viel ab. Kann ich ihn besuchen? Ich sag doch Isolierstation. Schnapp dir ein paar andere, die sind dankbar. Ich fuhr nacheinander so 30, 40 Leute durch den Klostergarten. Die meisten sagen ja nicht viel und man kann viel nachdenken. Jedes Mal blieb ich in gehöriger Entfernung von dem Gaul stehen und sah ihn mir an. Den hintergiftigen Kerl. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen wegen Altmann. Ich hätte ihn davon abhalten müssen, dem Gaul die Hand ins Maul zu stecken. Wahrscheinlich wimmelt es vor Bazillen in so einem Maul. Schluss damit, dachte ich. Alles Humbug. Niemand ist jemals daran gestorben, der einem Gaul die Hand ins Maul gesteckt hat. Selbst wenn es eine böse Hand war. Das wird schon wieder. Mors, Mors. Ich habe drüber nachgedacht. Du kannst was Gutes tun. Du kannst Schmiere stehen. Schmiere? Du wirst nicht lange im Kloster bleiben, wetten. Ich muss in die Isolierstation. Da liegt einer, der kratzt vielleicht heute Nacht ab. Altmann, ja. Und
warum musst du zu ihm? Weil er abkratzt und weil es eine Isolierstation ist. Darum ist nicht umsonst die Isolierstation. Du kannst dir was holen da. Floh im Kopf zum Beispiel. Was redest du wieder für eine Scheiße? Hat er dir was erzählt? Irgendwas von einer Festenburg oder von einer Festung? Oder sowas in der Preislage? Nur von einem Gaul, von dem er Angst hat. Der alte Mann ist ein Spökengiger, genau wie du. Machst du's oder machst du's nicht? Ich will mir nichts mehr holen. X. Der arme Hund schlich sich wie ein Aussätziger aus der Abtei. Ritter, Tod und Teufel. Ich bin's. Herr Altmann. Der Bodenfahrerschieber. Das Ross beißt Gift und Galle. Das Ross hat sie nicht gebissen. Ich hab's genau gesehen. Zeigen Sie mir Ihre Hand. Sehen Sie? Da ist nichts. Ja, aber sieht nichts. Nichts da. Ihre Hand hat nichts Böses getan, sonst wäre sie nicht mehr da. Der Gaul hätte sie verschluckt. Ja, ich hab vor ihm bestanden. Und deswegen werden Sie wieder gesund. Sie werden sehen. Es gibt so viele Abenteuer zu bestehen. Abenteuer? Einem Gaul die Hand ins Maul strecken. Ja, einem Gaul die Hand ins Maul stecken. Oder ein Bodeläufer zu sein. Sie sind sicher viel gelaufen im Leben, was? Ja, viel gelaufen. Am Schluss ab in den Käfig. Da endet die Bodeläufer. Käfig? 7 Jahre feste Burg. Ein feste Burg ist unser Gott. Psst, halt mal, psst. Was ist mit der festen Burg? 7 Jahre keinen Himmel. Lass mich laufen. Die Hand, die nichts Böses getan haben will. Der Käfig, die feste Burg. 1 und 1 macht 2. Mir wurde klar, dass der alte Mann im Knast gesessen hatte. Nach Komplett machte ich mich an X heran. Na, Spökenkieger? Warum war er im Gefängnis? Das war er doch, nicht? Wegen Spökenkiegerei. 7 Jahre kriegt man dafür, Minimum. 7 Jahre? In 7 Jahren erneuert sich der Mensch um 100%. Wusstest du das? Was hat er getan mit seiner Hand? Nun komm schon. Weißt du nicht, was man mit seiner Hand macht? Oder bist du jetzt schon ein Heiliger? Scheiße, hör auf. Hat er jemanden umgebracht? Siehst du? Du hast einen Floh gekriegt. Und was für einen? Ich nahm ihn in den Schwitzkasten. Und er lief blau an. Seine Zunge hing heraus und war ganz dick an. Plötzlich dachte ich an Roxy. Gerade dir sage ich es nicht. Gerade dir nicht. Gerade mir nicht? Was war Besonderes an mir? Da fiel mir ein, dass er über mich ganz gut Bescheid wusste. Na klar. Er hatte in der Klosterverwaltung gearbeitet und da lag auch meine Vita, ohne die niemand im Kloster aufgenommen wird. Weder ein Mönch, noch irgendein Kranker oder Gebrechlicher, den sie irgendwo aufgesammelt hatten. Er hat eine Frau umgebracht, richtig? Er hat sie erwürgt mit seiner Hand, ja? Flo, Flo, Mors, Mors. Er rannte von mir weg. In einiger Entfernung blieb er stehen. Im Dunkeln sah er aus wie das Mittelalter. Und er schrie mir zu. Wer unter euch ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein. Hast du das kapiert, Jonas? Ja, ich glaube, ich hatte es kapiert. Und jetzt musste ich mehr wissen über den alten Mann. Den hintergiftigen alten Mann. Nach Nona saßen sie alle in der Cafeteria, das wusste ich. Ich schlich mich ins Skriptorium, so nenne ich mal das Büro der Verwaltung. Es sah da so aus wie in der AOK. Mit Blechschränken, mit Hängeregistratur, wo sie alles aufbewahrten. Altmanns Akte war ganz einfach zu finden.
war verurteilt zu 10 Jahren Haft wegen Totschlag an einer Prostituierten. 3 Jahre hatte man ihm erlassen. Sein Entlassungstag war der 17. Mai 2000 nach Christi Geburt. 3 Tage später war meine Mutter ermordet worden. Was machst du hier, Jonas? Du bist doch Jonas. Der mich erwischte, war der General. So nennt man bei uns den Prior. Ich wollte mir nur mal meine Akte ansehen. Deine Akte? Bist du nicht der Junge, dessen Mutter... Ja. Ich wollte nur sehen, was darüber... Verstehen Sie, ich möchte nicht, dass dies hier alle... Ich meine, es muss nicht an die große Glocke gehängt werden. Bei uns hängt man nichts an die große Glocke. Nichts, verstehst du? Und nun leg sie wieder zurück, deine Akte. Ja, natürlich. Ich wollte Bodenfahrer schieben, wie sonst auch. Am liebsten wollte ich Altmann fahren. Ich wollte seine Hände sehen. Ich hätte ihn zu dem belgischen Gaul gefahren und der sollte nochmal die Beißprobe machen. Ich war plötzlich alttestamentarisch bis zum Anschlag. Schnapp dir einen. Ist Altmann wieder da? Ja, aber der Hamburger schiebt ihn schon. Schnapp dir einen anderen. Natürlich hatte der General gemerkt, dass ich Altmanns Akte in den Händen gehalten hatte. Natürlich. Jetzt ließen sie mich nicht mehr an ihn heran. Und X, der Hamburger Bäckerjunge, fuhr ihn. Was ist los? Fragte ich mich. Sie haben schon mitgekriegt, ich mache inzwischen was anderes. Ich fahre Pizzas aus. Quattro Stagione und so weiter ist nicht auf Dauer. Ein bisschen hängt das immer noch mit Mario zusammen, obwohl ich den gar nicht mehr brauche. Ich habe einen besseren Zeugen. Ich trage ihn in einer kleinen Blechbüchse den ganzen Tag mit mir herum. Mist. Zu weit gefahren. Ich will mit den Scheißrussen nichts zu tun haben, ist das klar? Keine Ahnung, was mit den Russen war, ich habe es nie herausgekriegt. Jedes Mal, wenn ich an der Tür vorbeiging, war es lauter drin. Der Junge eine Tür weiter war inzwischen mein Stammkunde. Er stand in der Tür und erwartete mich jedes Mal, wie ein Hund sein Herrchen. Pizza Tonno? Mit Extras? Mit allen Extras. Hör zu, es ist nicht gut, wenn du hier auf dem Flur stehst. Beim nächsten Mal klingle ich 3-mal und du weißt, dass ich es bin. In Ordnung? Nein, nicht klingeln. Bitte. Ich sah ihn an und wusste, was er dachte. Ich war der Einzige, der es wusste. Wenn es klingelt, ist irgendwas passiert. Irgendwas mit seiner Mutter. Bei mir war es 5 Uhr morgens gewesen. Sie hatten mindestens 10-mal geklingelt. Und als ich aufmachte, wusste ich, dass ich meine Mutter nie wiedersehen werde. Ihnen ist doch klar, dass ich tatsächlich einen Floh im Kopf hatte? Die Sache mit Roxy war einfach nicht abgeschlossen. Falls Sie mal vorhaben, ins Kloster zu gehen, dann nur, wenn alles abgeschlossen ist. Ich wollte jedenfalls mehr wissen über die böse Hand. Es war mit ziemlich viel Schmerz verbunden, aber die einzige Möglichkeit, mal frei zu haben, war der Besuch des Zahnarztes. Einen Zahnarzt hatten sie im Kloster nicht. Ich hatte 9 Behandlungen. Ein Zahn wurde mir gezogen, dazu 2 Wurzelbehandlungen. Danach, bevor mich der Bus wieder zum Kloster brachte, saß ich in den Archiven von Zeitungen, angefangen beim Kreisblatt. Ich sagte ihnen, dass ich mich für die Geschichte unseres Klosters interessiere und sie ließen mich in Ruhe. Ich fand eine Menge. Altmann soll eine Prostituierte umgebracht haben. Hier in der Stadt, auf der Durchreise. Er hatte sie erwürgt, so schrieben sie. Mit seiner bösen Hand. Danach soll er seelenruhig die Pizza gegessen haben, die sie kurz zuvor bestellt hatte. Eine Pizza Fungi mit Anchovies und Kapern. Dafür gab es einen Zeugen. Einen Pizzafahrer namens Mario, der dem Mörder beim Rausgehen im dunklen Flur begegnet ist und nachher sagte, dass er wie ein Penner ausgesehen habe, klein und unrasiert und
dass es durchaus der Altmann gewesen sein könne, der sich zudem noch in Widersprüche verwickelte und dann verurteilt wurde. Ich hatte tatsächlich vor, diesen Mario zu finden. Vielleicht für eine zweite, endgültige Gegenüberstellung. Sowas wie das jüngste Gericht. Du schiebst jetzt Altmann? Was dagegen, Spünkiger? Frag ihn mal, wie ihm die Pizza geschmeckt hat. Die Pizza Fungi. Was ist los? Die er bei der Toten gefressen hat. Der Arschgeier. Mensch, du hörst nicht auf was. Nur mach mal Pfofftein. Pfofftein. 15 Minuten. Das heißt auf Hamburgisch Pause. Aber ich konnte nicht Pfofftein machen. Nein, konnte ich nicht. Ich weiß nicht, wem ich das zu verdanken hatte, aber man versetzte mich in die Küche. An die Töpfe ließ man mich nicht. Ich verrichtete Hilfsarbeiten, Gemüse putzen und so weiter. Einmal kam X vorbei und fragte mich, was es zu essen gäbe. Ich sagte Rosenkohl, weil ich gerade Rosenkohl putzte. Was denn, Rosenkühler? Scheiß Rosenkühler, ich steh nicht drauf. Du? Frag den alten Mann mal, ob er auf Strümpfe steht. Auf Netzstrümpfe. Du siehst ihn doch jeden Tag. Schwarze Netzstrümpfe auf nackter, weißer Haut. Mensch, du hörst nicht auf damit, was? Sag mir nichts mit Steine schmeißen. Tu mir den Gefallen. Weißt du, wo du hier bist? Du bist im Kloster. Bist du überhaupt katholisch? Doch, ich bin katholisch. Roxy war katholisch gewesen. Nicht richtig, aber dennoch. Andere sollten für sie die Heiligen anrufen. Sie selbst genierte sich wahrscheinlich. Ich habe oft für sie gebetet. Ja, vielleicht bin ich für sie im Kloster. Jemand nimmt am anderen Ende der Leitung den Hörer ab. Pizzeria da Mario, sì? Wie gesagt, ich wollte diesen Mario finden. In der Küche hing ein Telefon und von da telefonierte ich. Als erstes wählte ich die Nummer einer Pizzeria da Mario. Das lag ja nahe. Ich wollte eine Pizza bestellen. Eine Fungi mit Anchovies und... Ist Mario da? Gibt kein Mario. Pizza Fungi mit alles? Ich habe alle Pizzerias aus dem Telefonbuch angerufen. Niemand hatte im Moment einen Mario. Das war auch nur eine kleine Hoffnung gewesen. Denn der Fall lag ja Jahre zurück. Ein paar Tage später traf ich X abends im Garten. Du hörst noch immer nicht auf, was? Was meinst du? Pizza Mario, sag ich nur. Woher weißt du das? Ich hatte Telefondienst in der Zentrale. Läuft hier alles über die Zentrale. Ach so? Ihr überwacht mich? Was soll dir der Pizzafahrer Mario sagen? Es spielt keine Geige mehr. Wir sind nicht mehr da draußen, Jonas. Ich nicht, du nicht und Altmann auch nicht. Du hast keine Ahnung von mir. Doch, habe ich. So? Dann weißt du auch, dass meine Mutter 3 Tage nach seiner Entlassung ermordet wurde. 3 Tage hat er Zeit gehabt, dein Heiliger. Mensch, 3 Tage ist er getippelt von der Strafanstalt zu uns. 3 Tage braucht man von der Stadt, wenn man so tippelt wie der. Nachts hat er im Graben geschlafen, vor unserem Tor ist er zusammengebrochen und wir haben ihn aufgenommen. Woher weißt du, ob er im Graben geschlafen hat? Nur hör auf damit, Jonas. Nie im Leben höre ich auf. Weißt du was? Du bist nicht gläubig, Jonas. Wenn du Mehl in der Lunge hättest wie ich, dann wärst du gläubig. Er rannte von mir weg. Ich rief ihm hinterher, renn nicht weg. Ich sehe noch seine gezackten Umrisse gegen den Himmel. Er schrie. Wir sind hier, um was Gutes zu tun, Jonas. Das ist unser Zweck. Das ist unser ganzer Zweck. Vergiss das nicht. Ja, wir sind hier, um was Gutes zu tun.
Sie hat es nie gesagt, aber ich glaube, ihr geheimer Wunsch war, dass ich Priester werde. Vor allem wahrscheinlich wegen dem Keuschheitsgelübde und was sie alles erlebt hatte mit Männern. Ich will da nicht weiter in Tiefenpsychologie machen, auch nicht, was den tieferen Grund für meinen Eintritt in das Kloster betrifft. Das ist schon eine freie Entscheidung. Jedenfalls sollte ich das große Latinum machen in der Schule, und das habe ich auch. Daher verstand ich den Text, der an diesem Morgen, den ich nie vergessen werde, gesungen wurde. Die Übersetzung lautete: Die Sünde erfasst den Gottlosen in seinem Herzen. Keine Gottesfurcht ist in seinen Augen. Voller Hinterlist handelt er. Seine Worte sind schädlich und erlogen. Was es mit Hinterlist, schädlich und erlogen auf sich hatte, erfuhr ich nach Laudes. Da ging ich in die Küche und jemand sagte, ich sollte ins Büro gehen. Da warte ein Reporter von einer Zeitung auf mich. Der Reporter wirkte wie Gandhi. Das Gesicht hohlwangig und grau, große Augen hinter einer schmutzigen Retrobrille und war garantiert Nichtraucher. Damit hätte er gut ins Kloster gepasst. Und so fing er auch an. Novize bist du, weißt du, dass ich auch mal ins Kloster wollte? Ich hatte sowas von die Schnauze voll von diesem ganzen Getue da draußen. Und? Das Pflegepersonal sagte mir, dass du dich rührend um Altmann gekümmert hast. Hier sind eine ganze Menge Leute, die sich alle rührend um Altmann kümmern. Was wollen sie? In ein paar Tagen werden sich noch mehr Leute um Altmann kümmern. Die halbe Nation. Die halbe Nation? Ich weiß aber nicht, ob rührend. Was meinen sie? Hat er geredet über seinen Fall? Seinen Fall? Sie meinen die Frau, die er erwürgt hat? Mutmaßlich. Ich sage mutmaßlich. Es war ein reiner Indizienprozess. Hat er mit dir darüber geredet? Nein. Nur sowas wie, die Hand soll ihm abfallen, wenn er... Seine Worte? Die Hand soll ihm abfallen? Nicht direkt. Ein Gaul sollte sie ihm abbeißen, falls sie etwas... Interessant. Ist es der Gaul da draußen, da auf der Wiese? Ja, es war der belgische Gaul, den er durch das Fenster sah. Er fraß Gras. Der Reporter stand auf, ging zum Fenster und fotografierte den Gaul mit einer kleinen Digitalkamera. Er sollte ihm also die Hand abbeißen, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Er hat sie rechtzeitig wieder rausgezogen. Aber das Gericht hat sie ihm abgebissen. Das passt gut. Was passt gut? Zu dem Brief. Der Brief, der bei uns einging, das Testament. Jemand bezichtigt sich anonym als den wahren Mörder der Nutte. Ein Mann an der Schwelle des Todes, ein Knochensack, den nun die Reue schüttelt. 3 Millionen will er dem Altmann hinterlassen, als Ablass sozusagen. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ist das nicht eine Geschichte, wie du sie nicht mal in der Bibel findest? Und wenn sie erlogen ist? Es standen ein paar Sachen drin, die nur der Mörder wissen kann. Standen jedenfalls in keiner Zeitung. Vielleicht, um niemanden auf kranke Gedanken zu bringen. Man hat ja Verantwortung. Was ist es? Junge, Junge. Ich weiß, was es ist. Wetten? Sie wurde mit ihrer Netzstrumpfhose erdrosselt. Nicht schlecht für einen Novizen. Aber nicht erdrosselt. Jedenfalls nicht. Sondern? Er hat sie in den Mund gestopft. Ein Knäuel ungefähr so groß wie eine Orange. Die Welt ist krank, Novize. Ich danke dir für die Geschichte mit dem Gaul. Tatsächlich war der Gaul am nächsten Tag auch in der Zeitung abgebildet. Im Vordergrund allerdings Altmann, geschoben von X. X hatte seine Hand auf Altmanns Schulter gelegt und blickte in die Kamera. Darüber in dicken Buchstaben: 3 Millionen aus Reue vom Mörder. Ich weiß nicht, ob die Überschrift gut war. Aber die Story selbst hatte etwas Märchenhaftes. Vielleicht brauchen die Leute sowas. Der alte Mann, 7 Jahre völlig unschuldig im Knast. Der reuige Millionär auf dem Totenbett, irgendwo da draußen. Seinem ewigen Richter bald ins Auge blickend. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Nee, Roxy. So werden sie dir nicht gerecht. So nicht. Haben Sie eine Schreibmaschine? Ich? Warum? Haben Sie eine? Nein.
Soll ich Ihnen meine Zelle zeigen? Die Polizei, die alle im Kloster befragte, suchte also offensichtlich nach der Schreibmaschine, auf der der Brief geschrieben wurde. Anscheinend schlossen sie nicht ganz aus, dass der Brief aus dem Kloster kam. Aber ich glaube, das war mehr Routine. Jedenfalls gab es im ganzen Kloster keine Gabriele, Baujahr 67, Schrifttyp Helvetia. Schieb ihn doch mal näher an den Grabstein ran. Nicht so, so sehe ich die Inschrift nicht. Ja. Den der Fotograf meinte, war X, der den Altmann schob. Altmann galt allgemein inzwischen als unschuldiges Lamm, obwohl das Geld von dem Millionär noch nicht eingetroffen war. Anscheinend zog sich sein Sterben hin, was die Leute ihm besonders übel zu nehmen schienen. Der Grabstein, dessen Inschrift mit aufs Bild sollte, war der Name der Frau, die damals von dem halbseidenen Millionär ermordet worden sein sollte. Ihr Name war nicht Rosemarie, wie man verschiedentlich schon gehört hatte, sondern Elsa Schmitz. Und auch das war nur ein Deckname und diente ihrem eigenen Schutz. Denn Schutz brauchte sie. Die Sache köchelte seit einer Woche auf der ersten Seite und sie brauchten immer neue Highlights. Ein bisschen mehr im Profil. Ja, so wunderbar. Damit es was hergab, hatte die Zeitung sogar eine Abordnung von Mönchen für den Hintergrund verlangt. Und das Kloster hatte erstaunlicherweise eingewilligt. Jedenfalls war ich in der zweiten Reihe auch dabei. Vielleicht war es gar nicht so erstaunlich. Ich meine, dass das Kloster uns als Komparsen mitgeschickt hatte. Öffentlichkeitsarbeit. Kann er mal die Hand auf den Grabstein legen? Hört er mich? Sie merken schon, ich war bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz auf Kurs. Ich weiß nicht, wie Sie in geistlichen Fragen denken und ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Ausdrucksweise. Schieben Sie es auf mein Alter. Der wahre Held war sowieso X. X, der strahlend alles mit einer unglaublichen Würde bewerkstelligte. Was mich betraf, ich dachte die ganze Zeit nur an Roxy. Was machen die Kartoffeln? Die Kartoffeln. Steh nicht so rum. Ich stand wirklich rum und war nicht mal in der Küche zu gebrauchen. Altmann war inzwischen zur Attraktion geworden. Deutschland liebte ihn. Den alten Kauz, den alten Tippler. Er wurde in der Zeitung mit Kultsprüchen zitiert. Einer davon war: Das Leben ist so krumm wie die Erde. Herrgott, was ist hier los? Denkt ihr Brüder nur noch an die 3 Millionen? Erstmal müsst ihr sie haben. Wieso wir? Was meinst du denn, wer das ganze Geld kriegt, Junge? Das Kloster natürlich. Der Altmann macht es doch nicht mehr lange. Pass auf die Kartoffeln auf. Scheiße, was machen die Bohnen? Merken Sie? Alle stecken unter einer Decke. Und das Kloster erbt am Schluss 3 Millionen. Cui bono. Wem nützt es? Einen absurderen Verdacht konnte es nicht geben. Das war Teufelswerk. Absolut. Ja, bitte. Teufelswerk. Ich ließ mir einen neuen Termin beim Zahnarzt in der Stadt geben und es kostete mich wieder einen Zahn. Ich war nie da gewesen. Ich kannte es nur von außen und aus der Ferne. Das Haus, in dem Roxy arbeitete. Man nannte es das Schwedenhaus. Ein unauffälliger Apartmentbau aus den 60er Jahren. Die Dame, die unten saß, war so eine Art Empfangsdame. Sah mich über ihre perlmuttbesetzte Brille an und bestaunte meine Kutte. Wer soll das sein? Ich hielt ihr das Bild von Altmann auf dem Friedhof hin, das ich aus der Zeitung ausgeschnitten hatte. Nein, unsere Klientel sieht gewöhnlich anders aus. Sind Sie sicher? Nicht vielleicht doch ein Besucher von Roxy? Von wem? Roxy. Sie war meine Mutter. Ach ja. Sie war Ihre Mutter. Schrecklich. Also? Sie haben manchmal soziale Anwandlungen, die Mädchen. Die Berber versuchen es beim Pfarrer und dann kommen sie hierher. Ich lasse sie natürlich nicht rein. Kann ich das Foto noch mal sehen? Sehen Sie es sich genauer an. Er hatte damals keinen Rollstuhl. Ich weiß nicht.
Ich will mich nicht festlegen, aber irgendwo habe ich den Mann schon mal gesehen. Na klar. Aus der Zeitung kannte sie ihn. Jeder würde sagen, er kannte den Mann von irgendwoher. Zu blöd von mir. Ich wollte aufgeben. Aber als ich mich umdrehte, kam ein Satz von meinen Lippen, ganz ohne mein Zutun. Ich hatte vorher nicht eine Sekunde daran gedacht. Kann ich das Zimmer meiner Mutter sehen? Es ist nicht mehr vermietet worden. Die Mädchen sind so abergläubisch. Sagen Sie nicht Mädchen. Entschuldigung. Und dann sah ich ihn. Den Gaul. Den Gaul, dem Altmann die Hand ins Maul gestreckt hatte. Er hing über dem Bett von Roxy. Sein Hals bildete einen unglaublich harmonischen Bogen über ihrem Bett, in dem sie ihr Geld für uns beide verdient hatte. Und das Pferd war blau. Das blaue Pferd von Franz Marc, als Kunstdruck. Schrecklich. Ich war seit jenem Abend nicht mehr in diesem Zimmer. Sie waren hier? Ich habe sie gefunden. Wo lag sie? Ich will es mir vorstellen. Nein, Sie dürfen sich das nicht vorstellen. Sie lag hier. Auf dem Bett? In ihrem Mund. Ja? Was war in ihrem Mund? Was? Ein Knäuel. Ein Knäuel, so groß wie eine Orange. In mir explodierten die Zusammenhänge. Meine Mutter war auf die gleiche Art und Weise umgebracht worden wie diese Frau vor 7 oder 8 Jahren. Und Altmann war rechtskräftig deswegen verurteilt worden. Und dazu noch der Gaul. Ich wollte mir die Sache nicht einfach machen. Nach der Küchenarbeit ging ich in unsere Kirche, um mir eine letzte Chance zu geben. Immerhin war ich Novize und ich wollte den Versuch machen, so lange zu beten, bis ich wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Pater Noster. Quies in celis. Es war ganz dunkel. Sanctificetur nunc. Und ich saß auf der schmalen Bank. Und fromme lateinische und andere Worte. Netzstrumpfhose, der blaue Gaul, die Orange, kämpften in meinem Kopf miteinander. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Besonders die Orange ließ mir keine Ruhe. Ich sah sie als schwarzen Kokon, in dem sich irgendwas verpuppt hatte. Samenzellen zum Beispiel. Ein ganzer Chromosomensatz. Ein Gentest. Der würde Gewissheit bringen. Jonas? Ich hatte gedacht, ich wäre allein. Mit mir und meiner Seele. In secula. Amen. 2 Reihen hinter mir saß der General. Wie ein Schatten. Er stand auf und als er an mir vorbeiging, sagte er: Ja, bete, Jonas, und halte deine Exerzitien. Ab jetzt und für 2 Wochen. Du weißt, was das bedeutet. Stille bedeutet das und Schweigen. Da war er wieder, dieser Verdacht. Wem nützt es, wenn ich schweige? Cui bono. Schon hatte der Teufel gewonnen. Exerzitien bedeuten Schweigen, Beten und Bibel lesen. Aber sie bedeuteten auch, dass man den ganzen Tag in seiner Zelle bleiben oder im Klostergarten herumlaufen durfte. Mit aufgesetzter Kapuze, damit die anderen Bescheid wissen. Ich hatte Altmann seit der Fotosession auf dem Friedhof nicht mehr gesehen. Als ich ihn jetzt wieder sah, wurde er wieder von X geschoben, der als Zeichen des Schweigens ebenfalls die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Da ist er ja wieder, mein Bodenfahrer Schäfer. Wo bist du denn gewesen, Bude, die ganze Zeit? Hä?
War doch immer lustig mit uns, oder? Dein Kollege da, der schwätzt kein Wort mit mir. Ich sah mich böse an, aber er hielt durch. Statt was zu sagen, fing er an zu husten, bis ihm die Augen tränten. Klopf ihm auf der Buckel, damit er aufhört. Ich klopfte X auf den Rücken. Ein bisschen stärker vielleicht, als es notwendig war. Ich dachte, jetzt gibt er die Exerzitien auf und sagt sowas wie Arschloch zu mir. Aber er hatte sich im Griff. Ich sage ja, der wahre Held der ganzen Geschichte ist X. Hier, Bu, guck, alles Brief. Die Leute schreiben mir aus dem ganzen Land. Da, du kannst sie alle haben. Es ist nichts Schönes dabei. Altmann griff unter seine Wolldecke, die seine Knie bedeckten, und reichte mir einen ganzen Packen von Briefen, mindestens ein Dutzend. Bevor X mir sie entreißen konnte, kam jedoch der belgische Gaul um einen Busch herum und Altmann schrie, wie in Panik. Schieb, Bur, schieb! Der hintergiftige Gaul! Der Gaul verzichtete auf die Verfolgung der beiden und wurde ganz zutraulich. Ich setzte mich auf eine Bank und las ihm die Briefe vor. Immer wenn ich mit einem fertig war, gab ich ihn dem Gaul und er fraß ihn auf. Ich glaube, ihm fehlte einfach Zuwendung. Lieber Herr Altmann, Gott vergelt's, sagt der Volksmund und wohl auch die Bibel. Bibelfest bin ich nicht, aber ich habe einen starken Glauben an das Gute im Menschen. Wenn ich kurz von mir berichten darf, ich bin 63 Jahre alt, habe nur noch einen Lungenflügel und war mein ganzes Leben stets dem Guten verpflichtet, das kann ich sagen. Ich stehe nun kurz vor Vollendung meiner Lebensaufgabe, der Gründung eines Heimes für Kinder, die es nicht gut getroffen haben im Leben. Sei es durch Krankheit, sei es durch Schicksal, sei es durch andere Umstände. Was mir fehlt, ist lediglich eine Summe von in etwa 1 Million. Brav, mein Alter. Friss! 3/4 der Briefe waren Bettelbriefe. Der Rest Heiratsanträge. Es kam mir so vor, als wenn die Pflegerin, die immer das Thema Nummer 1 im Mund hatte, auch dabei war. Ich lag in meiner Zelle und es war die letzte Nacht meiner Exerzitien. Wenn es gleich 12 schlug, dann war es vorbei. Dann würde ich zum BKA gehen oder wohin man geht und alles sagen. Die letzten Minuten vor 12 betete ich für Roxy und dachte an die schöne Kindheit, die ich mit ihr hatte. An meine Kommunion, wo sie gegen alle Sitten Topfschlagen mit mir gemacht hatte. Topfschlagen zu zweit. Wie sie an den Elternabenden aufstand, wie mir berichtet wurde, und ihre Ansichten über Erziehung vortrug. Mit geradem Kopf und mit lauter Stimme. Niemand hatte je eine Bemerkung darüber gemacht, dass ich der Sohn einer Käuflichen war. Ich glaube, die Schule war sogar stolz, als ich Abitur machte. Ich ging raus, um zu pinkeln. Als ich zurückkam, hörte ich hinter der Tür von X husten. Hey Mann, hör auf zu husten. Wir können wieder reden seit 5 Minuten. Scheiße, ich sterb. Aber zuhören kannst du trotzdem. Moss. Ich werde Altmann anzeigen. Es ist wegen meiner Mutter, Sie ist auf die gleiche Art umgebracht worden, wie die Frau damals, wegen der Altmann verurteilt wurde. Auf die gleiche Art. Auf eine ziemlich komische Art. Weißt du? Und? Dann war es der Millionär eben nochmal. Dafür kommt er nicht in den Himmel. Genau wie kein Kamel nicht durch ein Nadelöhr. Reicht das nicht? Nee. Ich muss es wissen. Ich. Verstehst du? Ich könnte den Altmann nicht mehr schieben, wenn er... Dafür schieb ich ihn. Ich schieb ihn für dich. Ich schieb ihn für dich. Das hat was. Finden Sie nicht? Nee. Von solchen Worten lassen wir uns nicht beeindrucken. Nicht, Roxy? Die Einzige, die sich geopfert hat, bist du. Du.
Vergiss das nicht. Also lass mich jetzt handeln. Damit bist du doch einverstanden. Ja? Gibli, hier ist die Fegele singe. Die singe für uns, lobet den Tag. Ich saß hinter einem Busch und beobachtete die beiden. Immer voran. Bereit hervorzuspringen, um dem Alten ein Büschel Haare auszureißen. Für den Gentest. Weißt du, was du musst? Eierreber gepusht mit Bienenhonig, der ganze Samstag. Es war ein Asthmaanfall. Mitten im Tedeum. Die Mönche hörten auf und man hörte nur noch die Lunge von X, die in sich zusammenfiel. Goodbye, Johnny. Hans Albers, große Freiheit Nummer 7. Lieber Johnny, ich liege hier in einer Lungenheilanstalt mitten im Harz auf 1000 Meter Höhe. Wir ahlen uns den ganzen Tag in der Sonne und die Aussicht ist 1A. Essen auch ganz prima. Bisher noch keine Rosenkühler. Bin bald wieder bei euch. Ja, sagt es auch dem Alten. Tschüss, Spökenkiek. Auf der anderen Seite der Karte war ein Bild von der Lungenheilanstalt. Ich glaube, sie hieß Tannenblick. Von seinem Tod erfuhr ich ein paar Tage später durch den Küchenmeister. Das Begräbnis war in Hamburg. Zu weit weg, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Als ich seine Zelle ausräumte, kam mir aus dem Spind zusammen mit seinen Klamotten eine Schreibmaschine entgegen. Es war eine Gabriele, Baujahr 67, Schriftbild Helvetia. Okay, sagte ich mir. Er wollte was Gutes tun am Ende seines Lebens und für ihn war das eben, Altmann reinzuwaschen. Auch wenn ich die Dinge ganz anders sah. Ich warf die Schreibmaschine in den Müllcontainer. Das war die letzte Ehre, die ich ihm erweisen konnte. Was stehst du hier rum? Schnapp dir einen. Schnapp dir den Altmann. In Memoriam und aus Achtung vor X hatte ich auf den Gang zum BKA vorerst verzichtet. Und mich von Altmann über einen ganzen Monat ferngehalten. Aber dann kam das. Es ging gleich beim ersten Mal schief. Altmann war nicht mehr der gleiche. Er sagte nichts, als ich ihn schob. Er schien ganz weit weg zu sein. Sein Kopf wackelte im Rollstuhl und er war wahrscheinlich eingenickt. Ein friedlicher alter Herr. Haben Sie mal Bilder von Mördern gesehen, die jetzt 90 sind oder so? Ein netter und friedlicher Opa, der keiner Fliege was tun konnte. Dann kam der Gaul. Es sah aus, als wenn er uns aufgelauert hätte. Der Gaul! Ja, der Gaul, der Altmann. Wollen Sie ihm noch mal die Hand ins Maul stecken? Ja, tun Sie es. Der hintergiftige Gaul. Das Maul muss man ihm stopfen. Ihm was ins Maul stopfen. Ach ja. Was denn, Herr Altmann? Was denn? Ein Knäuel? Was für ein Knäuel? Eine Netzstrumpfhose? Fahr mir heim, Bur. Fahr mir heim. Tempo. Ich will ins Bett. Ins Bett. Ins Bett wollte der Alte also. Und seit jenem Tag galt er als bettlägerig. Ich kam nicht mehr an ihn heran. No way. Dabei brauchte ich etwas von ihm. Sein genetisches Material, ein Haar, sein Taschentuch, irgendwas. Ich war noch nie nachts auf der Pflegestation gewesen. Im schwachen gelblichen Licht der Nachtbeleuchtung lag der Flur vor mir, der von gebrechlichen Menschen bevölkert war. Irgendwie kamen sie mir vor wie die Urchristen in den Katakomben von Rom. Das ganze Gemurmel, die einzelnen Worte, die Seufzer und Schreie waren die Vorläufer von Chorälen, die ja erst viel später erfunden wurden. Als ich mich auf Zehenspitzen in den oberen Stockwerken dem Zimmer von Altmann näherte,
ging die Tür auf und der General trat heraus. Hinter ihm im Zimmer sah ich etwas flackern. Kerzen. Der General machte die Tür zu und sah mich an wie das siebte Weltwunder. Er konnte kaum sprechen. Jonas, du? Ich wollte zu ihm. Du hast seinen Ruf gehört. Seine letzten Worte waren: Bring das Bible zu mir, den Jonas, den Novizen. Ich will ihm etwas sagen, nur ihm. Und jetzt bist du da. Gehe hinein zu ihm und halte ihm die Totenwache. Ich, dein General, bitte dich darum. Roxy habe ich nicht tot gesehen. Aber ihn sah ich. Er hatte anscheinend nichts mehr mit Altmann zu tun. Er war wie eine Statue in horizontaler Lage. Im Morgengrauen entnahm ich ihm genetisches Material. Ein Haarbüschel. Hier, willst du sie sehen? Ich trage sie immer bei mir. Echt? Das sind seine Haare? Echt? Ich hatte ihm wieder die Pizza Fungi gebracht. Die er meistens haben wollte. Er hatte mich wieder mal gefragt, ob ich reinkommen wolle, weil die Nacht so lange dauert. In Wirklichkeit hatte er Angst. Genau wie ich immer Angst gehabt hatte um diese Zeit. Wir haben sie uns dann immer geteilt. Die Pizza. Und warum gehst du damit nicht zur Polizei? Gentest. Dann wärst du auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht, ob ich auf der sicheren Seite sein will. Kannst du nicht verstehen? Sie hat Tagschicht. Und nachts haut er sie immer. Deine Mutter haut niemand. Sie ist mal so. Würde ich umbringen. Ja. Wie spät ist es? 2:30. Deine Mutter kommt gleich. Morgen wieder? Gleiche Zeit? Gleiche Pizza? Die Novizen von Friedemann Schulz. Die Rollen und ihre Darsteller: Jonas Matthias Köberlin, X Mark Hosemann, Altmann Walter Schultheiß, General Volkert Kräft, Reporter Heinrich Giskes, Junge Robin Rohrmann sowie Silvia Heid, Regine Vergehen, Hans-Jörg Krumpholz, Michael Lucke. Der Chor: Karl-Heinz Diehl, Rolf-Hans Müller und Richard Freitag. Ton und Technik: Helmut Becker und André Buscherepp. Regieassistenz: Wolfgang Binder. Regie: Ulrich Lampen.